Es ist mal wieder Zeit für die Baureihe 155. Ich begrüße euch ganz herzlich aus Rhein-Ruhr-Osten zum vielleicht allerletzten Mal aus dem TSW 2. Aber mit Sicherheit wird auch Rhein-Ruhr-Osten im TSW 3 wieder auftauchen. Das wird heute so eine kleine Abschiedstour, vielleicht auch vom TSW 2. Ich weiß nicht, ob es noch ein weiteres Video geben wird. Es kann sein, dass das hier das allerletzte ist. Vielleicht gibt es noch ein weiteres bis vor dem Release vom TSW 3. Aber das werden wir mal sehen. Tun wir einfach mal so, als sei das heute zumindest der Abschied von TSW 2. Natürlich werden wir die Baureihe 155, genauso wie Rhein-Ruhr-Osten, auch im TSW 3 haben. So viel sei dazu gesagt. Wir steigen einfach mal ein und rüsten auf, was wir aufrüsten können. So, einmal in die gute Stube hineingesetzt. Der Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Dann gucken wir mal, dass wir den Stromabnehmer heben. Jawohl, der Stromabnehmer ist gehoben. Der hintere, das ist in diesem Fall okay. Wir fahren einen Containerzug, beziehungsweise haben zumindest Container hinten dran. Ja, wir haben nur Container hinten dran. Das passt also hervorragend. Dann den Hauptschalter rein. Das hat nicht geklappt. Doch. Ja. Das hat funktioniert. Trafo an. Muss ich einmal ganz kurz aufstehen. Stromversorgung, das müsste die Zugsammelschiene, glaube ich, sein, ne? Die können wir ausschalten. Beleuchtung im Inneren schalten wir uns einmal ganz kurz hier an. Vorne die Signallichter auf weiß. Kompressors auf automatisch. Fahrlüfter und Trafobelüfter machen wir einmal an. Zugheizung können wir auslassen. Fahrplanleuchte, ne? Das ist okay so. Na? Come on. Sanden, Signallicht abblenden. Okay, das passt soweit. Dann setzen wir uns einmal hier hin, schalten uns unseren E-Buller ein. Passt jetzt nicht ganz von der Strecke her, ist aber nicht weiter schlimm. Wir drehen den Bremsschlüssel und bremsen. Dann stehen wir einmal auf und gehen mal nach hinten. Schalten uns hier das Licht an. Und PZB ist im Modus M, das ist in Ordnung. Die SIFA machen wir an. Batterie ist an, selbstverständlich. PZB machen wir dann an. Und sonst passt das hier hinten soweit. Einmal das Licht im Korridor wieder aus. Tür zu. Und dann, ja, noch nicht setzen, heben wir erstmal den Stuhl an. So. Und jetzt setzen wir uns. Wir dürfen auch schon ausfahren. Dann nehmen wir einmal den Bremskraftschalter ein bisschen runter, genauso wie den Zugkraftwahlschalter. Einmal die Instrumentenbeleuchtung hoch. Fahrschalterbeleuchtung gerne auch weiter hoch. Dann machen wir uns einmal hier die Beleuchtung an, sodass unsere Lok langsam aber sicher aufwacht. So, dann sind wir soweit abfahrbereit. Machen wir noch einen Screenshot. Okay, dann Bremsen lösen. Und langsam die Fahrstufen aufschalten. Ich hoffe, die Lokbremse ist gelöst. Ja. So, wir setzen uns langsam in Bewegung. Der hinterste Wagen bewegt sich auch schon. Zugschlusstafeln haben wir. Wir dürfen ausfahren mit 40. Wir befreien uns also. Und schalten ein wenig Leistung auf. Gucken wir, dass wir das Oberstromlimit nicht allzu sehr ausheizen, aber mit den Zugkräften gerade tun wir das ähnlich.
Aber wir können entsprechend jetzt mal die Zugkräfte ein bisschen hochstellen. Ja, ich dachte mir, als Abschied vom TSW-2 ist eigentlich die 155 die Lok, die mir so als allererstes in die Gedanken gekommen ist, weil die 155 einfach die vielleicht besonderste, die ja, durchaus die schönste aller Loks ist, die wir haben, finde ich zumindest. So, 40 sind erreicht. Macht das einen Unterschied? Ja. So, wir durchfahren jetzt gleich Wuppertal Hauptbahnhof. Sind zu schnell. So, ab hier vorne dürfen dann 60 fahren. Okay, wir beschleunigen. Und dürfen dann auch gleich direkt schon 100 fahren. 100 oder 90? 100 waren es, glaube ich. So, wir haben jetzt gleich schon 400 Ampere erreicht. Das reicht dann noch, glaube ich, von so Lok. Wir dürfen 100 fahren. Vmax ist natürlich 120, vorgegeben durch die PZB. Die dürfen wir auch ab jetzt theoretisch ausfahren. Und das machen wir. Leistung wird nach wie vor aufgeschaltet. Vielleicht haben wir ein bisschen übertrieben mit dem Zugkraftwahlschalter. Ein kleines bisschen zurück. Kennt jemand das Oberstromlimit der Baureihe 155? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Das steht nämlich leider, glaube ich, hier nirgendwo. Nö. Was ist das? Lüftung freihalten. Heizung Stirnfenster. Ja, es steht halt leider hier nirgends. Oben vielleicht? Nee. Auch nicht. So, 120 sind erreicht. Leistung wieder zurück. Und jetzt lassen wir es einfach mal rollen. Bisschen Schubbetrieb. Aber ganz leicht Leistung aufgeschaltet. Was mir hier mal gefällt an 155 ist, dass wir das Fenster auch nur so leicht hier öffnen können. Also zack, und dann können wir es komplett aufmachen. Das finde ich nämlich sehr, sehr cool. Das sind so diese kleinen Spielereien am TSW, die mir da immer wieder gefallen.
So, die Trapeztafel war nicht für uns. Hier ist ein Kesselwagen zu Gott bestellt. So, ein bisschen Leistung wieder aufgeschaltet. Wir wollen ja nicht zu langsam werden. Ein bisschen S-Bahn-Verkehr unterwegs. Wir sind übrigens heute ganz normal im Fahrplan unterwegs. Kein Szenario oder sonst was. Hier streckenseitig 160, wir bleiben weiterhin bei den 120. Ja, irgendwie, also weiß ich nicht, ist es schade, dass es den TSW2 nicht mehr gibt, bald? Also den gibt es ja schon, aber er ist halt dann alt, überholt. Ich finde es ehrlich gesagt nicht schade, weil wir verlieren ja nichts. Alles, was wir bisher haben, bleibt ja im TSW 3 bestehen. Ist ja nicht so, als wenn irgendeine Strecke, irgendein Zug oder sonst was uns verloren gehen würde. Die bleiben ja alle. Insofern ist das auch kein richtiger Abschied, ehrlich gesagt. Das ist nämlich, also es fällt jetzt nicht besonders schwer. Hier ist jetzt keine wirkliche Melancholie mit dabei. Es wird das jetzt eine Art trauriger Abschied sein. Sondern wir machen einfach wie weiter wie bisher. Nur, dass wir bald noch ein paar mehr Funktionen haben. Eine neue Strecke, neue Züge, einen neuen Himmel, neues Wettersystem. Also jede Menge Verbesserungen. Und ich kann euch eins sagen, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe nämlich schon Zugang zum TSW 3 und kann euch sagen, es ist ein großer Unterschied zum TSW 2, und zwar in positiver Hinsicht. Die Art und Weise, wie das Lichtsystem im TSW 3 aufgebaut ist, ist der absolute Wahnsinn. Kassel-Würzburg sieht sehr, 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 sehr schön aus. Und wir werden natürlich Kassel-Würzburg auch intensiv befahren. Das erste Video, das veröffentlicht wird zu Kassel-Würzburg, das ist nämlich am Tag, an dem TSW 3 im Early Access erscheint, um 10 Uhr oder um 11 Uhr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wird das erste Video dann hier erscheinen, also am 2. September meine ich. Und wie ihr euch schon denken könnt, ist das selbstverständlich mit dem ICE 1 und wir fahren da auf der Schnellfahrstrecke bei gutem Wetter und gucken uns die Strecke an, gucken uns den Zug an. Und ich kann euch eins sagen, es lohnt sich. Also die Strecke lohnt sich, der Zug lohnt sich. Es macht einen Höllenspaß. Aber ich möchte gar nicht so viel spoilern, es sei wie gesagt nur der Hinweis, das Video ist praktisch schon, ja, es wartet eigentlich nur noch darauf, endlich veröffentlicht zu werden. Das darf ich natürlich bisher noch nicht machen, sondern erst bei Release, aber ich kann euch ein bisschen schon mal dazu erzählen, das ist ja kein Problem. Und der ICE 1 ist ein ganz, ganz toll gemachter Zug. Und es wird auch übrigens recht bald ein Repaint dafür geben. Vermutlich nur für den PC, weil der ICE 1 wohl nicht im Creators Club zur Verfügung stehen wird. Aber das werden wir uns dann auch zusammen noch angucken. Auch das Training Center, eine sehr, sehr coole Nummer. Ja, also insgesamt erwartet euch da wirklich ein ganz, ganz tolles Paket an Eisenbahnsimulationen. Und selbstverständlich sind dann auch die ganzen anderen Strecken, die wir bisher im TSW 2 haben, die sind dann auch mit dabei. Die sind ja nicht weg. Ne? Muss man sich halt einfach nur nochmal downloaden, aber nicht nochmal bezahlen. Zu schnell.
Es geht doch bergab. Gleich kommt die Gefahrenbremsung. Da meckert schon die PZB. So. Da müssen wir natürlich gut aufpassen. Da leuchtete nämlich schon der Gefahrenleuchtmelder auf. Wir dürfen natürlich nicht schneller als 125 fahren. Und durchfahren dabei das Ennepetal. Noch 12 Kilometer vor uns, dann sind wir in Hagen. So, ein bisschen mehr Leistung auf, jetzt geht es wieder bergab, bergauf. Ich habe auch tatsächlich bei Kassel-Würzburg lange überlegt, ob das erste Video im Schnee sein sollte oder bei gutem Wetter, weil beides wirklich absolut toll aussieht, habe mich aber letztlich dann für das gute Wetter entschieden. Die Geschwindigkeitstafel ignorieren wir einfach, die ist verbuggt. Habe mich dann aber tatsächlich fürs gute Wetter entschieden. Einfach weil es, ich glaube, das ist halt erstmal interessanter, auch die Strecke zu sehen. Also wie sie halt geliefert wird mit all der Szenerie. Bei Schnee lässt sich dann nicht mehr ganz so viel erkennen. Dementsprechend wird das erste Video bei gutem Wetter sein. Aber den Schnee gucken wir uns auch an. Der sieht nämlich auch ganz, ganz toll aus. Und vor allen Dingen, was einfach am besten aussieht, das sind halt wirklich die Lichtverhältnisse. Die Lichtverhältnisse am Sonnenuntergang bzw. Sonnenaufgang. Also wirklich ganz, ganz, ganz herrlich gemacht. Das ist ein riesig, das ist vielleicht der größte Unterschied, finde ich, zum TSW 2. Die Art, wie der Himmel aussieht bei Sonnenauf- und Untergängen. So, Ankündigung auf 150. Hier gelten 150, wir haben noch 5,8 Kilometer. Links noch ein 185 abgestellt. Da noch ein paar gedeckte Güterwagen. Aha. Sind aber nicht im Livery Editor, oder? Ich glaube nicht. S-H-I-M-M-N-S. Muss ich mir mal angucken. Oh.
Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe ja bestätigt und die und der 1000 Hertz Leuchtmelder ist hier angegangen. Das war ja, also ich habe jetzt definitiv nicht. Ich habe ja definitiv noch nicht die. Bremskurve verpasst, ist mir jetzt nicht ganz ersichtlich, ehrlich gesagt. Also habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich jetzt eine Zwangsbremsung bekommen habe. Klar, da war die Ankündigung auf 60, aber die habe ich ja bestätigt. Ist jetzt irgendwo noch eine Bremse angezogen? Ja, nee. Habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Ab da gelten die 60. Na komisch, das Zwangsbremsung leckt das auch extremst gerade. Weiß ich jetzt auch nicht warum. Ach ja, der TSV und seine Bugs. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es wäre ohne. Warum die Performance immer gerade so schlecht ist, entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Und vor allen Dingen, warum du jetzt gerade die Leistung abgeschaltet hast? Keine Ahnung, was jetzt mit deinem Lock ist. Hat sie sich selbstständig gemacht? Ja, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Leistung. Ich schalte jetzt einfach die Leistung ab. Okay, Lock, gute Idee. Good job. Komm schon, wir haben es nicht mehr weit, nur noch 3,8 Kilometer. Ich weiß, du bist alt, liebe 155. Ich weiß, du hast schon viele Kilometer hinter dir oder auf dem Buckel. Aber diese 3,8 Kilometer bis nach Hagen kriegst du noch hin. Du musst halt manchmal so ein bisschen seiner Lok ein wenig Mut zusprechen, dann geht das auch wieder. Performance zusprechen kann ich aber irgendwie nicht. Ne? Vielleicht liegt es am Wetter. Zu viele Wolken. So. So ist es ein bisschen freundlicher.
So, wir fahren jetzt rechts am Hagener Bahnhof vorbei. Und witzigerweise, um mal wieder hier so ein bisschen den gläsernen YouTuber zu spielen, war ich gestern erst in Hagen am Hauptbahnhof und konnte tatsächlich dann dieses Gleis hier ganz gut vom Bahnsteig aus begutachten. Wir fahren ja jetzt nämlich am Bahnhof vorbei. Ich hoffe, doch, doch, genau, das ist das Gleis. Wir sehen auch hier das Bahnhofsgebäude von Hagen. Ja, also es erinnert so ein kleines bisschen daran. Aber ansonsten der Vorplatz vom Hagener Hauptbahnhof. Ja, das geht. Aber dass der Eingang hier an der Seite ist und dass hier Hauptbahnhof steht und so, das stimmt tatsächlich. Witzig. Ja, und dann stand ich tatsächlich genau hier an dem Bahnsteig. Und konnte ein wenig das Treiben der Züge beobachten. Hier in die Richtung geht es dann Richtung Wetter, Witten, Bochum unter anderem. Da rechts noch eine kleine Vosloo abgestellt. So, das war die Ankündigung auf 40, daher müssen wir ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Jetzt spiegelt es hier so ein bisschen, weil die Sonne praktisch hier von der Seite rein scheint. So, ob hier gelten die 40? Ja, wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Entsprechend befreie ich mich da wieder. Ja, hallo. Das war jetzt der SIFA-Bug, dass die SIFA nicht reagiert und man einmal aufstehen muss. Na, also eine, ja, nicht so eine ganz so ruhige Fahrt. Vielleicht ein Grund mehr, sich vom TSW 2 zu verabschieden, in der Hoffnung, dass die ein oder anderen Fehler verschwunden sind im TSW 3. Kann man die wirklich nicht repainten? Muss ich mir noch mal gleich angucken. Warum es war so krass ruckelt, ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen, das hat es ja nicht getan während der meisten Zeit der Fahrt, sondern praktisch ab der Zwangsbremsung.
Vielleicht hat sich halt in dem Augenblick tatsächlich irgendwie so ein Fehler irgendwo in der Software eingeschlichen und jetzt leidet auch die Performance darunter. Keine Ahnung, ob das technisch irgendwie gerade Sinn ergab, was ich gesagt habe. Frag doch jemanden, der sich damit auskennt und nicht mich. Okay, wir sind auf unserem Absteiggleis, glaube ich, angekommen. Finde ich auch faszinierend, diese riesigen Gleisanlagen hier. Was hier so alles rumsteht, auch in Realität steht hier echt wahnsinnig vieles und auch wirklich ganz interessantes Baumaterial rum. Natürlich viel, viel mehr und viel diverser, viel verschiedener als das, was wir im TSW haben. Okay, wir bremsen. Denn da steht unser Sperrsignal. Gibt es einen Grund, warum einige von diesen Sperrsignalen auf dem Boden stehen und andere auf so einem Stab? Sichtbarkeit oder so. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und begrüße euch vermutlich das nächste Mal aus dem TSW 3. Alles Gute, alles Liebe.